Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Heute geht es im Jubiläums-ZDF-Magazin Royal mal um ein richtiges, sensibles Aufregerthema. Wir reden heute über beschissenes Infomaterial in deutschen Bürgerämtern. Hier dieser ganze Mist, den eh keiner liest. Print ist tot, aber dieses Zeug... Wer sind Sie denn? Ich habe aufs Stichwort Tod gewartet, denn ich bin, rate mal, der Tod. Der Tod, der Tod, genau. Das gibt's so ich klein? Mich, ja, du, ach so, ganz klein, aber oho, sag ich mal, ne? Ich wollte mich mal mit dir über mich unterhalten und bei allen Deutschen ganz recht herzlich bedanken. Danke. Wofür denn? Wofür wollen Sie sich denn bedanken? Naja, guck mal, dafür habe ich diese Broschüre mitgebracht. Da habe ich die aber hier und... Aha. Ja. Um was geht's in dieser Broschüre? Ja, da geht's um Organspende. Organspende? Ja, denk da mal drüber nach, Sterblicher. Organspende. Okay. Organspende, ja, ist auch ein gutes Sendungsthema. In Deutschland herrscht nämlich akuter Organmangel. Es gibt zu wenig Organspender. So registriert zum Beispiel Eurotransplant, die Europäische Zentrale für Nierentransplantationen in Leiden, vor allem aus Deutschland zu wenig bereitgestellte Nieren. Haben in den letzten Jahren auch mehrere Organisationen versucht, durch Organspenderausweise und Aufklärung die Spenderbereitschaft für den Todesfall zu erhöhen. Der Erfolg blieb gering. Wie Sie an diesem Beitrag von 1978 erkennen können, so neu ist das Problem mit der Organspende nicht. 1978, da war Angela Merkel noch Kanzlerin. Leider hat sich seither in Sachen Organspende in Deutschland nicht viel verändert. Hier 1983. Organtransplantation. Dringend Spender gesucht. Oder 1999. Hoffnungslos auf der Warteliste. Viele Schwerkranke müssen sterben, weil Spenderorgane fehlen. 2007. Mangel an Spendern auch in Deutschland. Und heute, 2023. Sie stehen auf der Warteliste für ein neues Herz, eine neue Lunge oder eine neue Leber. Und wenn nicht rechtzeitig ein passendes Spenderorgan gefunden wird, sterben Sie. Das passiert in Deutschland alle 8 Stunden. Alle 8 Stunden stirbt in Deutschland ein Mensch, weil es zu wenig Organspenden gibt. Alle 8 Stunden. In der Zeit können sich Parship-NutzerInnen bis zu 43,6 Mal neu verlieben. Über 8000 Menschen warten in Deutschland, während wir jetzt hier sitzen, während Sie gucken und ich rede, jetzt gerade auf ein SpenderInnenorgan. Besonders lang ist die Warteliste für eine Niere. Die durchschnittliche Wartezeit dafür beträgt 8 bis 10 Jahre. Ja, Glück dem, der genug Nieren hat. Medizinisches Wunder oder Fehlbildung? Bill und Tom Kaulitz haben 2 Doppelnieren. Oh ja, also 8 Nieren. Ich habe nur 2. Und unser Bundespräsident hat nur eine einzige. Frank-Walter Steinmeier gibt seiner Frau eine Niere. Na toll. Wir sollen mal lieber unserem Bundeskanzler ein Rückgrat geben. Kabarett. Ha! Zwerchfell gerissen. Ha! Woher kriege ich jetzt ein neues? Ja, weil Spenderorgane sind selten. Denn anders als bei der Niere muss man für die allermeisten Organspenden tot sein. Und das ist nicht die einzige Bedingung. Für die Spende muss eine Zustimmung des Verstorbenen etwa mittels Organspendeausweis vorliegen. Oder aber die Angehörigen entscheiden für den Verstorbenen, indem sie seinen mutmaßlichen Willen beurteilen. Mutmaßlicher Wille? Was ist denn mein mutmaßlicher Wille? Es ist also wichtig, vor dem Tod zu klären, was passiert nach meinem Tod mit dem, was ich auf Erden hinterlasse. Wenn man das nicht macht, kann im schlimmsten Fall sowas passieren. Gott, schrecklich. Meine Songs dürfen nach meinem Tod nur von Anastasia gesungen werden. Auf Italienisch. So, und natürlich ganz wichtig, Organspende. Moment, immer mit dabei haben, den Organspendeausweis. Am besten im Portemonnaie. Hier, immer privater, heute zur Jubiläum sind immer private Einblicke. Wo habe ich ihn? Immer hier. Ich habe immer meine Auszeichnung habe ich immer mit dabei. Wichtigen Dokumente, Detektivclub. Oder hier, ah, mein Nintendo-Club-Ausweis. Aber wo ist...
Wo ist denn der Organspendeausweis? Sekunde. Scheiße. Ich finde ihn wirklich nicht. Ah, hier ist er. Da. Organspendeausweis. Da habe ich ihn doch. Da. Schauen Sie, ist auch mein privater. Sehen Sie wirklich da? Mal hier. Da der Name. Upsala. Und hier ist auch tatsächlich der echte Organspendeausweis. Ich spende alles, steht's drauf. Ich spende alles außer meinen Augen, weil das finde ich eklig. Und mein Herz kann ich auch nicht spenden, weil mein Herz, das gehört schon wie Galt Boning. 472. Badetag in Folge. Nach dem ersten Nachtfrost ist der Ammersee ein wenig abgekühlt. Wassertemperatur heute 15 Grad. Schluss mit der Ledschottenglorre. Schönen Tag allerseits. Ja, die auch einen schönen Tag, Wiegald. Ich freue mich schon auf den 500. Badetag. Hier, dieses kleine Stückchen Plastik macht den Unterschied zwischen Leben und Tod. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, diese coolen, peppigen Infobroschüren und coole, peppige Werbevideos für den Organspendeausweis von der coolen, peppigen Bundeszentrale für coole, peppige gesundheitliche Aufklärung. Entschuldigung. Ich pass doch mal auf. Was denn? Weißt du, was du haben solltest? Deine Handynummer? Ja. Das da. Der Organspendeausweis. Ja. Criminal Side-Eye. Ganz schön goofy, diese NPCs. Trotz langweiliger Broschüren und feurigem Sex-Marketing wären aber trotzdem noch ziemlich viele Deutsche im Prinzip bereit, nach dem Tod Organe zu spenden. Grundsätzlich wären aktuell mit 73% fast drei Viertel der Befragten bereit, selbst Spenderin oder Spender zu werden. 73%, das klingt doch super, aber lediglich bei 14,5% aller als potenzielle Spender gemeldeten Fälle lag in 2022 eine schriftliche Willensbekundung in Form eines Organspendeausweises oder einer Patientenverfügung vor. 73% sagen zwar, dass sie Organe spenden wollen, aber nur 14,5% kümmern sich dann auch um den Papierkram. Woran liegt denn das? Kann das bitte mal ein seriöser Organspendeexperte für uns einordnen? Tja, das kommt daher, weil wir wahrscheinlich in der Gemeinschaft unserer Gesellschaft zu egoistisch sind. Genau, das kommt daher, weil wir wahrscheinlich in der Gemeinschaft unserer Gesellschaft zu egoistisch sind. Und wenn sich jemand mit nicht abgeben können und nicht loslassen wollen auskennt, dann der Drehbuchautor, Regisseur, Hauptdarsteller und Editor in Personalunion von Manta Manta, zweiter Teil. Das Problem mit dem Tod ist, man weiß nie, wann er kommt. Und wenn man nicht weiß, wann er kommt, dann weiß man auch nicht, wann man sich um den Papierkram kümmern soll und schiebt es dann auf die lange Bank. Und am Ende müssen dann die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gefragt werden. Für die Angehörigen ist es eine extrem schwierige Situation. Die befinden sich aufgrund des gerade erlittenen Verlustes eines lieben Menschen in einer emotionalen Ausnahmesituation. Für die ist das ohnehin ganz, ganz schwierig. Und dann sollen sie noch im Sinne des Verstorbenen in eine gute Entscheidung treffen. Und darum lehnen am Ende viele Angehörige die Organspende einfach ab, weil die Tote zu Lebzeiten prokrastiniert hat, das unangenehme Thema Tod einfach immer vor sich hergeschoben hat. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum es so wenige SpenderInnenorgane in Deutschland gibt. Voraussetzung für eine Organspende ist, dass die gesamten Hirnfunktionen unumkehrbar ausgefallen sind. Dieser Zustand ist als Hirntod bekannt. Es gibt nämlich verschiedene Arten, tot zu sein. Wer hätte das gedacht? Guck, na, ich komm echt mega unerwartet, oder? Ja, ich oder, weiß, oder? Mega unerwartet, krass, ja. Ja, aber ich kann nicht nur unerwartet, sondern auch qualvoll und nach langer, schwerer Krankheit. Kein Ding für den King. Mich gibt es in vielen verschiedenen Varianten, wie Corona oder Michael Kessler. Ja, vielen Dank, Tod. Es gibt tatsächlich, der Tod hat recht, verschiedene Arten von Tod. Herztod, dann funktioniert das Herz nicht mehr. Oder man steht vorm jüngsten Gericht, hat die letzte Reise angetreten, man spürt nichts mehr. Die Seele hat den Körper verlassen. Man ist komplett kalt. Innerlich tot. In Deutschland reicht es nicht, einfach nur tot zu sein, um Organe spenden zu dürfen. Als erstes müssen, wie hier nachgestellt, zwei Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod des potenziellen Spenders feststellen. Einer davon muss ein Neurologe oder Neurochirurg sein.
Es darf keinen Zweifel geben, dass die Gehirnfunktion unwiderruflich verloren ist. Erst wenn im Gehirn wirklich gar nichts mehr los ist und auch nie wieder was los sein wird, darf man in Deutschland mit seiner Organspende Menschenleben retten. Der irreversible Hirnfunktionsausfall ist aber super selten. Ein Herztod ist viel häufiger und in der Praxis auch viel einfacher zu erkennen. Wenn es nicht mehr puckert, ist das Herz halt tot. Der Hirntod ist viel komplizierter zu diagnostizieren und das bedeutet: In den Krankenhäusern werden viele mögliche Spender nicht erkannt. Ja, sogar erstaunlich viele. Im letzten Jahr gab es in Deutschland über 1.500 Menschen, die womöglich für eine Organspende in Frage gekommen wären, bei denen Krankenhäuser sich aber gar nicht um eine Spende gekümmert haben. 1.500 Fälle. Warum haut das mit Organspenden in Deutschland nicht mal dort richtig hin, wo es eigentlich möglich wäre? Zum einen müssen wir den Patienten überhaupt erstmal erkennen. Es muss ein großes Engagement sein im Krankenhaus, ein sehr aktiver Transplantationsbeauftragter. Dann sind das hochbelastende Gespräche mit den Angehörigen, sehr schwierige Gespräche. Und auch die ganze Diagnostik, die Hirntoddiagnostik, die weitere Organdiagnostik ist komplikativ, aufwendig und auch teuer. Und der Patient blockiert über Tage ein Intensivbett. Ansonsten wäre dieses Bett sehr viel schneller frei. Und all das führt dazu, dass so wenig Organspenden durchgeführt werden. Es gibt nachvollziehbare Gründe, warum Organspenden für Klinikpersonal nicht immer ganz so weit oben auf der Prioliste stehen. Klinikpersonal beklagt Überstunden, Stress und Geldmangel. Es ist einfach alles zu viel. Zwar ist in den letzten Jahren ein bisschen was besser geworden, also mehr Geld für Organspenden in Kliniken und mehr Beauftragte für Organspenden, aber das Organspendesystem in Deutschland hat noch immer gravierendere Probleme als die Beziehung von Lisha und Lou. Steinbock? Fick dich, ich bin Krebs! Du bist so peinlich, Alter, wirklich! Scheiß drauf. Nee, Mann, nix Scheiß drauf. Es ist, was soll ich machen? Es ist ein Blackout. Mein Sternzeichen. Willst du mich verarschen? Ist sie ist Krebs, Mann. Reiß dich mal zusammen, du Monster. Und du auch, Deutschland. Das kann doch wohl nicht so schwer sein mit den Organspenden. Andere Länder kriegen das doch auch hin. Die Überlebenschancen für Schwerkranke, die ein Spenderorgan benötigen, sind in der Bundesrepublik schlechter als etwa in Österreich, Spanien oder den USA. Wie bitte? Österreich hat mehr Herz als Deutschland? Ich hab's immer gewusst. Das Schönste, was es gibt, bist du für mich. Ja, so lieb hab ich dich. Me? Hoffentlich spendet Andreas Gabalier nach seinem Tod diese Frisur. Ich würde sie nehmen. Naja, ey. Aber warum haben sogar bemitleidenswerte Entwicklungsländer wie Österreich ein funktionierendes Organspendesystem und wir in Deutschland nicht? Weil wir egoistisch sind und leider auch ziemlich verwirrt. Wir glauben nämlich so einen Quatsch. Ungereimtheiten im Hirntodkonzept. Organspenden von Toten. Neue Zweifel am Hirntod. Organspende. Der Hirntod ist nicht der Tod. Alles Schlagzeilen aus seriösen deutschen Medien und aus der Frankfurter Rundschau. Immer wieder wird behauptet, hirntote Menschen sind nicht wirklich tot. Aber medizinisch ist das Quatsch. Mit der Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms, irreversibler Hirnfunktionsausfall, ist naturwissenschaftlich-medizinisch der Tod des Menschen festgestellt. Sagt die Bundesärztekammer. Wer hirntot ist, ist tot. Organspende funktioniert nicht in Deutschland. Mit der Organspende, das sind sich alle einig, da klappt irgendwas nicht. Aber wir sind doch eigentlich, wir sind doch das Land der dornigen Chancen. Es muss doch irgendwo da draußen eine politische Idee geben. Durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung soll nun die Organentnahme zulässig sein, sofern bei dem Verstorbenen keine Widerspruchserklärung in seinem Personalausweis eingetragen ist. Man denkt an ein eingetragenes W wie Widerspruch im Ausweis. Die Widerspruchslösung. Und das haben Sie vielleicht bemerkt, das war kein Beitrag aus der Lokalzeit Ruhr von gestern. Das wurde bereits in den 70er Jahren bei uns diskutiert. Wer keine Organe spenden möchte, der muss einfach nur Bescheid sagen. Widerspruchslösung. So läuft es in sehr vielen europäischen Ländern. Auch in Spanien oder in Österreich zum Beispiel, wo Organspende richtig gut funktioniert. Bei uns in Deutschland heißt es für alle, die auf eine Organspende angewiesen sind, aber... Fickt euch. Moment mal, Susanne Daubner, das ist das Jugendwort des Jahres. Diese jungen Leute, ich hasse junge Menschen, obwohl sie die besten Organe haben. Seit den 70er Jahren diskutieren wir in Deutschland über die Widerspruchslösung. Und schon 40 Jahre später, im Gesundheitspowerjahr 2020, wenn Sie sich genauso gerne zurückerinnern an 2020, lassen Sie einen Daumen da. 2020 hat der Bundestag dann endlich darüber abgestimmt. Und das Ergebnis? Organspende. Bundestag stimmt gegen Widerspruchslösung. Und wer hat das verhindert?
Unter anderem Sie. Wem gehört der Mensch? In unseren Augen gehört er nicht dem Staat, nicht der Gesellschaft. Er gehört sich selbst, ungefragt, ohne Widerspruch. Ja. Wem gehört der Mensch? Wem? Ja, Anna-Maria, am Ende gehört der Mensch immer noch, moa, ungefragt und ohne Widerspruch. High five. Ja, high five. Moment, tot. Klapp. Oh, aua. Sorry. Oh, tot wehgetan. Bis später. Kein Mensch gehört dem Staat, nur weil er einmal Nein zu Organspenden sagen muss. Mann, das Ding heißt Widerspruchslösung. Und unsere Verfassungsgeschichte schreibt in Artikel 1 und 2 zu Recht aus unserer Geschichte besondere Verantwortung in unser Grundgesetz. Und das gilt es bei allem zu respektieren, das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen. Ja, aber vor Artikel 1 und 2 steht immer noch Artikel Alpha. Du sollst nicht labern, Mann. Wo ist denn das Recht auf Selbstbestimmung verletzt, wenn man einfach Nein sagen kann? Und überhaupt, was steht denn da noch so drin in den Grundgesetzartikeln, die Annalena Baerbock da zitiert? Nehmen wir doch mal Artikel 2, den kann ich auswendig. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Grundgesetzartikel 2 Absatz 2. Ich bin jetzt keine Völkerrechtlerin und Ex-Kanzlerkandidatin, aber gilt das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht auch für sterbenskranke Menschen, die auf ein neues Organ warten? Oder haben in Deutschland nur Tote ein Recht auf Leben? Und egal, wie sehr man gegen eine Widerspruchslösung beim Thema Organspende ist, Deutschland profitiert doch längst davon. Denn Organe aus Ländern mit der Widerspruchslösung sind willkommen. Deutschland ist ein Nehmerland. Ja, Hashtag der Woche, Nehmerland. Wir tauschen längst Spenderorgane aus mit 7 anderen europäischen Ländern. Und nur Deutschland hat keine Widerspruchslösung. So eine schöne belgische Leber nehmen wir gerne, eine österreichische Lunge oder 4 kraftvolle Doppelnieren aus Kroatien. Das nehmen wir alles gerne. Aber unser eigenes Organspendesystem reformieren? Was sagen Sie denn dazu, Herr Bundesgesundheitsminister? Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das? Ja, Statt der Widerspruchslösung hat der Deutsche Bundestag dann für einen anderen, richtig coolen, peppigen Vorschlag gestimmt, wie wir endlich die deutsche Organspendekrise ein für alle Mal beenden können. Ihr Entwurf sieht vor, dass die Bürgerämter allen Menschen Infomaterial aushändigen, wenn die einen Personalausweis beantragen. In ein offizielles Online-Register trägt man ein, ob man Organspender sein möchte oder nicht. Oh Gott, bitte. Den Tod mit Infobroschüren und einer Online-Datenbank bekämpfen, ne? Na, da sag ich nur, toll, 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 toll. Das klappt nicht, das klappt ja nicht. Wie soll das klappen? Hat der Tod völlig recht, ja. Wie läuft's denn mit dem Gesetz so, Zentrales Organspenderegister lässt weiter auf sich warten. Surprise! Und wie kommen die Infobroschüren so an? In manchen Bürgerämtern wohl ganz gut, in anderen eher nicht. Die Übergabe von Informationsmaterialien wird als überraschend oder sachfremd wahrgenommen. Mitarbeitende äußern regelmäßig gegenüber ihren Vorgesetzten, dass es ihnen unangenehm sei, Besucherinnen und Besucher ungefragt mit dem Thema zu konfrontieren. Ja, vielen Dank, dass Sie Ihren Personalausweis abgeholt haben. Sie sind ja auch schon bald 16 und sehe ich hier gerade. Und haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was mit Ihrer Augenhornhaut nach Ihrem Hirntod passieren soll? Weil wenn nein, wäre jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit? Und da vorne bitte noch zur Kasse und das Geld bezahlen für den Personalausweis. Danke, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Während wir hier in Deutschland seit mehr als 40 Jahren damit beschäftigt sind, uns Scheinargumente gegen die Widerspruchslösung bei Organspenden auszudenken, haben andere Länder die Zeit längst genutzt und Organspendestrukturen aufgebaut, die wirklich funktionieren. Ja, googeln Sie mal Crossover-Nierenspende. Googeln Sie das mal! Ich soll das jetzt googeln? Ja, googeln. Und danach darf ich auf eine... Crossover-Nierenspende? Crossover-Nierenspende. Mach ich jetzt, ja. Und danach darf ich Sie gerne auf eine entspannte Motorradtour durch Sauerland einladen. Oh. Es wird eine ganz herrliche Oktobersonne dieses Wochenende. Und die Landstraßen sind so malerisch nass und voll mit herrlich glänzendem Laub. Ja, das klingt doch verführerisch. Dann hole ich jetzt ein letztes Mal die Ducati raus. Ja, ja, gerne. Brumm, brumm, sag ich nur, ne? Brumm, brumm.